Botschaft unseres Herrn Jesus Christus an Luz de Maria vom 27. Oktober 2024. Zuvor ist es mir wichtig, nochmals zu betonen, dass es sich hierbei um die Botschaft an die private Person Luz de Maria handelt und kein Katholik gehalten ist, Privatoffenbarungen zu glauben. Der Sinn von Privatoffenbarungen liegt einzig darin, bereits Offenbartes näher, tiefer, besser zu verstehen und auch vielleicht deutlicher zu erfassen, was sich in diesen unseren Tagen abspielt. Nun zu dieser Botschaft von Jesus Christus selbst an Luz de Maria. Geliebte Kinder meines Herzens, ich liebe euch mit meiner ewigen Liebe. Ihr seid mein Augenstern und ich liebe euch alle. Geliebte Kinder, ich biete euch mein Herz an. Aus ihm wird sich meine göttliche Barmherzigkeit über alle ergießen, die in meinem Herzen Zuflucht suchen und die von meiner Vergebung und Barmherzigkeit kosten wollen, um später auch am ewigen Festmahl teilhaben zu dürfen. Geliebte Kinder, diese Generation hat Wege eingeschlagen, die nicht die meinen sind. Ihr wisst, dass es nur einen einzigen Weg gibt, der keine Abkürzungen kennt. Meine Kinder, ich rufe euch zur Umkehr und zu einer kompletten Lebensveränderung auf. Befolgt ihr diesen meinen Ruf nicht, seid ihr nicht wahrhaftig. Ihr könnt nicht sagen, dass ihr meine Kinder seid, wenn ihr den Lastern eures missbrauchten Egos nachgeht und mir die kalte Schulter zeigt. Ihr müsst euch jetzt fest vornehmen, euch selbst und euer Verhalten zu ändern, weil ihr sonst von euren Brüdern nicht geliebt, sondern verachtet und gemieden werdet. Wer kein Zeugnis dafür gibt, dass ich in ihm wohne, wird damit nur bewirken, dass meine Kinder sich von mir entfernen. In diesen Zeiten scheinbaren Friedens in der Welt müsst ihr Zeugen meiner Liebe sein. Ihr müsst mehr mir als der Welt angehören, mehr mir und weniger eurem launenhaften Ego, welches in euch den Wunsch entfacht, immer selbst an erster Stelle sein zu wollen. In diesen Zeiten gibt es viele Opferseelen, die sich für die Menschheit und die Bekehrung jener aufopfern, die von mir lesen oder von mir hören, meine Worte aber nicht ernst nehmen und glauben, dass diese nicht ihnen, sondern anderen gelten. Jedes einzelne meiner Worte gilt einem jeden von euch persönlich. Ihr tragt immer noch die Lumpen von einst, als ihr mich noch nicht kanntet. Jetzt kennt ihr mich zwar, gleichzeitig aber auch nicht. Diese Lumpen, die ihr tragt, stinken und bewirken bei euren Brüdern, dass sie euch weder zuhören noch nachfolgen wollen. Einem jeden meiner Kinder habe ich einen Schatz anvertraut und jeder weiß, was er mit diesem Schatz zu tun hat. Einige bewahren ihn und lassen ihn durch ihre Taten und Werke, die sie in meiner Liebe tun, anwachsen. Ihr müsst diesen Schatz vermehren, indem ihr in der Nächstenliebe und der Hoffnung handelt, die aus meiner Liebe erwachsen. Ihr müsst all euren Glauben in mich setzen und ihn wachsen lassen. Der andere Teil meiner Kinder verschwendet diesen Schatz. Sie beschweren sich über alles und ziehen ein weltliches Leben dem Schatz vor. Kinderlein, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie groß der Schmerz ist, den diese meine Kinder mir zufügen,
wenn sie zurückweisen, was ich ihnen gegeben und aufgetragen habe. In diesen Zeiten, in denen die angekündigten Ereignisse so nah sind, werdet ihr vom Dämon und seinen Schergen in Versuchung geführt und zu Fall gebracht, weil euer Ego nicht zulässt, dass ihr von eurem Weg abweicht oder euch umschaut. Wegen eurer Aufgeblasenheit seht ihr euch nicht, wie ihr wirklich seid. Ich bestehe immer wieder auf die Demut, aber nur wenige besitzen sie. Demütig sind die, die mein Gesetz halten und wahrhaft glauben. Nur wenige praktizieren die Nächstenliebe im Umgang mit ihren Brüdern. Die meisten begegnen ihnen mit Bitterkeit, weil sie sie als wertlos erachten. Meine Kinderlein, ihr müsst über diese Worte nachdenken. Betet für jene, deren Herzen aus Stein sind, und übergebt sie mir. Ich werde sie so stark bearbeiten, dass sie in sich gehen und aufhören werden, sich selbst zu täuschen. Geliebte Kinder meines Herzens, ihr müsst jetzt euer Leben und euer gesamtes Verhalten ändern. Ihr müsst aufstehen und euch in die Lüfte emporschwingen, denn der Dämon hat seinen Schergen aufgetragen, meine Kinder zu bedrängen, um sie damit zu Fall zu bringen. Wenn es je eine Zeit gab, in der die Menschheit an meiner Seite und an der Seite meiner allerheiligsten Mutter, der Heiligen, der Erzengel und Engelsheere bleiben musste, so ist es diese. Dies ist der Moment und kein anderer, weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft. Jetzt! Meine Kinderlein, die Finsternis zieht über der Erde auf. Wie viele von euch werden fast wahnsinnig werden, wenn die Technologie dieser Zeit plötzlich nicht mehr zur Verfügung stehen wird? Mein Licht wird kommen, um euch zu erleuchten. Immer dann, wenn ihr euch bemüht, im Gehorsam gegenüber meinen Bitten zu leben und an der Hand meiner geliebten Mutter zu bleiben, werden eure Augen sehen können, was meinen anderen Kindern verborgen bleiben wird. Diejenigen, die von Herzen demütig sind, die werden von mir Gnaden erhalten und ihre Schutzengel werden ihnen helfen. Fürchtet euch nicht, denn ihr seid nicht allein. Meine Geliebten, aufgrund der Strahlungen aus dem Weltraum, besonders der Sonneneinstrahlung, haben die Elemente sich verändert und wirken sich damit noch stärker auf meine Kinder aus. Wie verletzlich ihr seid, und doch lehnt ihr euch mit einer solchen Arroganz gegen mich auf. Dieses euer Verhalten löst den erbitterndsten Kampf zwischen Gut und Böse aus. Schlimmer als ein Krieg zwischen Nationen ist die geistige Schlacht. Sie wird so lange andauern, bis ihr vollkommen im Feuer geprüft wurdet, in das der Dämon euch hineinwirft. Der fehlende Glaube eines Teils meiner Kinder hat dazu geführt, dass man nicht mehr glaubt, dass ich in der heiligen Eucharistie gegenwärtig bin. Kinderlein, ihr müsst euch mit meinem Wort sättigen, euch ganz in mich vertiefen und Nahrungsmittel bevorraten, damit ihr eure Häuser nicht verlassen müsst, wenn draußen Chaos unter denen herrscht, die nicht auf mich hören wollten. Betet, meine Kinder, betet, denn ich bin gegenwärtig in der heiligen Eucharistie, auch wenn ihr dies nicht glaubt. In den Händen meiner Priester werden sich Wunder ereignen. Betet, meine Kinder, betet, denn die Menschheit befindet sich im Aufruhr.
Meine Kinder im Mittleren Osten werden von einer Welle gewalttätiger Angriffe getroffen. Israel greift an und noch mehr Länder beteiligen sich. Der Mittlere Osten brennt. Betet, meine Kinder, betet, denn Nordkorea geht gegen die Ukraine vor und meine Kinder in der Ukraine leiden noch mehr als zuvor. Betet, Kinderlein, die Präsidenten Europas leiden aufgrund des Krieges und nichts wird mehr sein, wie es einmal war. Betet, meine Kinder, betet, denn die Ungewissheit wächst aufgrund des von innen geschwächten Glaubens. Ich bin bei euch bis zum Schluss und ich lasse euch nicht im Stich. Meine Kinder haben nichts zu fürchten. Bleibt auf dem Weg der ewigen Erlösung, dann werde ich euch immer wieder helfen. Ihr müsst wirklich verstehen, dass ihr nicht allein seid. In diesen Kriegszeiten wird euch noch mehr göttliche Hilfe zuteil werden. Haltet fest am Glauben, damit euch nichts von mir trennen kann. Macht euch bewusst, dass ihr ohne mich nichts seid. Denn meine Liebe kann das erreichen, was das menschliche Leben, was die menschliche Liebe nicht möglich macht. Ich stehe vor euch. Ihr seid nicht allein. Glaubt an diesen euren Herrn und glaubt, und meine Hilfe wird denen zuteil, die ihre bedürfen. Ihr müsst aber an mich glauben. Die Liebe muss in meinen Kindern arbeiten und die Brüderlichkeit darf nicht verschwinden. Im Gegenteil, sie muss wachsen, damit die Gesandten des Bösen die Mauern nicht einreißen können. Ich befehle meinen Kindern, Licht zu sein für diese Menschheit, die in Finsternis wandelt. Ich befehle euch, mein Wort ernst zu nehmen, denn der Vorhang des Weltkrieges öffnet sich und ihr müsst vorbereitet sein, vor allem im Geiste. Seid demütig, nicht arrogant. Seid wohltätig, nicht geizig. Bewahrt die Einheit, handelt nicht individualistisch. Erfüllt die Mission, die ich einem jeden aufgetragen habe. Seid Hoffnung und Licht für eure Brüder. Geliebte Kinderlein, hegt keinen Groll in euren Herzen, denn was ich meinen Kindern versprochen habe, wird sie bald erreichen. Bleibt wachsam, seid Liebe und wartet darauf, dass alles sich erfüllt. Ich liebe und beschütze euch, aber ein jedes meiner Kinder muss kooperieren, indem es Liebe ist und den Frieden unter meinem Volk bewahrt, damit der Dämon es nicht besiegen kann. Seid meine Liebe und respektiert meine Realpräsenz in der heiligsten Eucharistie. Ich segne euch mit all meiner Liebe, euer Herr und König Jesus Christus. Ave Maria, Allerreinste, ohne Sünde empfangen. Ave Maria, Allerreinste, ohne Sünde empfangen. Ave Maria, Allerreinste, ohne Sünde empfangen. Und nun dazu der Kommentar zu dieser Botschaft von Jesus Christus. Und zwar stammt dieser Kommentar jetzt von Luz de Maria selbst. Brüder und Schwestern, unser Herr Jesus Christus ruft uns dazu auf, Frieden im Herzen zu bewahren. Gehorchen wir diesem Ruf und versuchen wir, die Stimme in uns zum Schweigen zu bringen, die uns zur Rebellion aufruft. Seien wir Liebe und bewahren wir uns einen lebendigen Glauben. Amen.